Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Coaster im Sandbox-Mode. Ich überlege gerade, ob ich die Mäuse nicht nochmal ein bisschen verschiebe. Hoppla. Das ist arg eng im Raum. Edit. So, hab gerade husten müssen. Ich hoffe, ich hab's rausgeschnitten. So, die wollte ich da nochmal wegmachen. Weil ich dann doch lieber hier mal noch eine Wand einbaue. Ist, glaube ich, egal, was für eine wir nehmen. 4 Meter muss sie sein. Kann auch eine Burgmauer sein. Oder wir machen eine Holzwand hin. So. So, ich brauche schon die Grusel. Machen wir doch mal Gruselfilter rein. Weil, ach, hier gibt es keinen Torbogen, ne? Gefängnis brauchen wir hier nicht hinmachen. Da hätten wir eher noch einen Keller machen müssen, ne? Naja. Was wollte ich? Spukhaus. Hier hätte ich eigentlich gerne mach mal so einen dahin. Wäre noch eine Möglichkeit. So. Farbe brauchen wir natürlich noch die andere, ne? Die hier. So, C. Dass wir es kopiert haben. Bei der da ist es nicht so schlimm, weil da kommt eh noch was wollte ich sagen? Tapete drauf. So. Das heißt dann aber auch, dass der Pfosten hier da weiterhin muss. X bisschen schieben. Nicht viel, aber ein bisschen. Und Kollege Spinner natürlich auch. Hallo? Dann ist sie noch ein bisschen nicht ganz so knapp dran.
So, Tapete. So. Ich überlege jetzt nur gerade. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Den auch nicht. Wie kriegen wir denn jetzt diesen Pfosten? Am geschicktesten jetzt. Na. Den müssen wir dann nämlich eigentlich so machen. So ist er besser. So, die muss dann natürlich auch noch. Ist das das Netz oder ist das die Tapete? Das ist hier noch die Frage. Was ist das Netz? Oh. Das können wir aber auch so. Trotzdem hätte ich gerne die Tapete jetzt. Danke. Das war nicht der richtige, den wollte ich. Irgendwie so ein Mittelding zwischen zu weit. Danke. Geht doch. Da guckt sie auch nicht raus. Ne, genau. Wunderbar. Die Spinne. Müssen wir jetzt noch ein bisschen schieben. Dass sie wieder auf dem Netz sitzt. So. Sehr schön. Wie schaut es denn hier aus? Mit Tapezieren. Szenerie. Inhaltspaket. Gruselig. Das war gar nicht in Gruselig. Das war in Gebäuden mit dabei, ne? Tapete. Wo ist sie denn da? Ist jetzt die Frage. Die kann ich drehen. Sehr schön. Hoppla. Das ist genau das, was ich brauche. So. So. Das minimal schieben, sodass sie gerade da ist. Genau. Okay, das guckt immer raus. Okay. Kann ich aber mit leben. Als 1-Meter-Stück wäre das jetzt natürlich auch noch genial. So. Weil dann wüsste ich schon, was ich dahin machen kann, ne?
Hier ist es erstmal einfach. So. So, ach so, hatte ich das Gebäude beendet? Das war gar nicht so meine Absicht. Duplicate. Höhe anpassen. So. Da ist jetzt noch das Problem, ne? Was machen wir denn dahin? Holzbalken? Oder haben wir eine schöne Vertäfelung? Wir haben eine. So. So. Und dann könnten wir eigentlich noch schönen Holzbalken hinmachen. Ganz so groß bräuchte er nicht sein. Oh. Das ist gut. Das ist gut. Machen wir das nämlich dahin. Na. Machen wir das so. Jo, so ist das gut. Können wir eigentlich auch so machen. So. Dann brauchen wir noch den hier. Müssen wir um... die paar Grad drehen. Ja, so ist gut. Oh ja, so ist sehr gut. So war das gar nicht gedacht, aber so ist das sehr gut. Gleiches Spielchen auf der Seite. Müssen wir drehen, ja. Oh. Weil der nur auf der Seite die abgerundeten Ecken hat. Die runden Ecken sozusagen. So. So. Den auch hier. Und den da so drehen. Perfekt. Jetzt kann man das hier noch nehmen. Ach so, wir sind hier in der Decke drin. Okay. Das drehen wir auch mal um.
180 Grad. Dass man hier dann auch die Dicke hinkriegen, die wir hier für das Ding hier brauchen. Perfekt. Sehr schön. Hoppala. Die Holztafel hier können wir auch sehr schön hier drauf machen. Ich muss jetzt nur gerade noch mal drehen. Oh, die ist minimal zu schmal. Hoppla. Drehen wir sie noch mal um 180 Grad. Dann haben wir zwar keine runden Ecken, aber es passt besser. Machen wir das mal so. Gibt ein etwas individuelles Muster. Kopieren wir. So. So. Das haben wir da dann auch. Ah, und da können wir den natürlich auch hinmachen. Nicht den hier, sondern den hier. Den hätte ich gerne, danke. So. Den können wir bündig mit der Wand abschließen. Und hier dann auch noch. So. Den machen wir dann auch weiter rüber. X. Gratis. Hoppla. Macht ja dann Sinn, dass wir die ganze Geschichte weiter dahin schieben. So. Schön. Dann können wir hier nämlich auch noch so einen Raum hinmachen. Fenster brauchen wir natürlich. Die machen wir aber in der nächsten Folge rein. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir den Raum hier auch noch weiter gestalten. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.